Moin Sportfreunde, heute geht es um die feldmäßige Zerlegung des Gewehres GSG 5 für die Reinigung. Und wenn du es sehen möchtest oder Schwierigkeiten dabei hast, dann bleib dran. Mein Name ist immer noch Alex und bin der Waffen-Nerd. Bevor wir anfangen, gibt es wie gewohnt einen Sicherheitscheck. Dafür müssen wir erstmal das Gewehr nehmen, in das Patronenlager schauen und abschlagen. Da wir hier eine Magazinsicherung haben, simuliere ich mit meinem Finger das Magazin, um es nicht einstecken zu müssen. Als erstes müssen wir die zwei Bolzen entnehmen. Mittels einem Schlitzschraubendreher müssen wir die abschrauben und dann herausdrücken. Im zweiten Schritt den Schaft entnehmen. Der kann so gereinigt werden. Im nächsten Schritt müssen wir die Verschlussfixierung abnehmen. Und das mittels einem 15er Torx. Da es eine Fummelei ist, die Sachen rauszuholen, nehme ich mir eine kleine Zange zu Hilfe. Nachdem die Schraube entnommen ist, können wir jetzt die Verschlussfixierung entnehmen. Dafür müssen wir die Verschlussfixierung aus der Führung nach oben hin entnehmen. Als nächstes das Griffstück. Nach hinten ziehen und nach oben entnehmen. Das Griffstück kann jetzt so gereinigt werden. Bevor wir weitermachen, ein kleiner Hinweis. Bevor wir den Verschluss zurückziehen oder entnehmen, haben wir hier eine kleine Feder, die lose drinne liegt. Hier aufpassen, dass sie uns nicht verloren geht. Entnehmen wir das Verschlussgehäuse. Und somit haben wir unser Gewehr in die Baugruppen zerlegt. Nach dem Reinigen müssen wir das Gewehr in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammenbauen. Mit dem Verschlussgehäuse fangen wir an. Bevor wir es einstecken, denkt an die Feder, die ihr eventuell für das Reinigen entnommen habt. Also Verschlussgehäuse einstecken. Hier nicht ganz durchstecken. Dann nehmen wir das Griffstück, stecken es ein. Schieben es vor. Jetzt können wir das Verschlussgehäuse ganz einstecken, um die Verschlussfixierung einzustecken. Schrauben es fest.
Jetzt kommt der Schaft dran. Einstecken. Jetzt mit den beiden Bolzen fixieren. Das mittels einem Schlitzschraubendreher. Festziehen. Funktionscheck. Magazin rein und fertig sind wir. Ich hoffe, ich konnte dir beim Auseinander- und Zusammenbau des Gewehres helfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video der Waffennerd. Ciao!